Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Stardew Valley mit mir, eurem Sepp. Hallo. Ja, wir sind zurück und wir werden heute Grandioses tun. In diesem Regentag, wo wir absolut nichts machen müssen, außer ernten, was wir gesät haben. Wir werden losgehen und werden uns die Ain-Seeds besorgen, damit wir die endlich einpflanzen können. Nein, ich bin kein Farmer. Den kriegst du das schon mal nicht. Ticken. Nehmen gleich mal die ganzen Artefakte mit, die Geoden mal nicht, weil es kostet zwar nicht ultra viel, aber ich möchte jetzt nicht das Geld ausgeben für die Geoden zum Aufknacken. Gut, das müsste alles gewesen sein. Wir müssen uns demnächst mal entscheiden. Da kommt dann so ein Scheideweg. Wir können ja beim Fischen aussuchen zwischen zwei unterschiedlichen Dingen. Entweder, dass die Fische mehr Geld bringen oder dass unsere Reusen mehr fangen, glaube ich, war das. Ich muss nochmal genau nachschauen, im Wiki steht das drinnen. Auf jeden Fall kriegen wir bei Stufe 10 dann nochmal die Auswahl, ob wir mehr Geld durch Fische bekommen wollen, ob wir eine höhere Chance auf Schatzkisten haben, ob wir, wenn, also ist das eine, wenn wir die Fische mehr wert wählen, und das zweite ist, was wir ab Stufe 10 bekommen, wenn wir uns halt für den Reusenweg, also für diese Fischnetzdinger entscheiden, können wir am Ende wählen, entweder man muss sie nicht mehr nachfüllen mit Ködern, was natürlich an sich genial wäre. Und das zweite war, dass kein Trash mehr drinnen ist. Also jetzt müssen wir uns entscheiden. Also ich bin da selber noch am Gucken und am Überlegen, wo wir hingehen. Entweder wir fischen jeden Tag extrem viel und unsere Fische sind 75% mehr wert. Es gibt natürlich Fische, gerade in den Dungeons, die sind bis zu 2000, 2200 wert. Da müssten natürlich, würden natürlich 75 Prozent jede Menge ausmachen. Allerdings, wenn ich mir das dann halt überlege, dass wir eventuell irgendwann einmal, keine Ahnung, 500 Reusen rumstehen haben am Ozean und auch auf unserem eigenen Grundstück und wir die jedes Mal mit Köder bestücken müssen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie die Fangrate ist generell in den Dungeon, also nicht im Dungeon, sondern sagt's mir in der Miete, in der Mine. Da werde ich jetzt dann mal die nächsten paar Folgen ein bisschen rumprobieren, weil ich habe gesehen, Stufe 20, glaube ich, war das, kann man schon mal den Ghostfish oder sowas fangen. Der müsste auch schon zwischen 500 und 1000, das Bild, also in der niedrigsten Qualitätsstufe, wert sein. Und wenn man den natürlich relativ häufig ranbekommt, das nächste Problem ist wieder, kriegt man die leicht reingezogen? Wie ist das Fangverhalten? Funktioniert das hin und her? Müssen wir mal gucken. Könnt ihr mir auch mal eure Erfahrungen reinschreiben? Ich bin echt noch am Überlegen. Wir werden ja bald das nächste Level erreicht haben. Und spätestens dann hier müssen wir uns entscheiden, was wir nehmen. Das wäre schon extrem wichtig. An sich habe ich jetzt gerade Artefakte abgegeben. Und ihr habt gesehen, ich habe den Ain-Seed abgegeben. Den kann man nicht selber einpflanzen, man muss ihn abgeben und kriegt als Reward hier einen Ain-Seed. Hier müssen wir mal gucken. Er braucht 28 Tage zum Wachsen. Das von der Zeit her würde das noch wunderbar funktionieren. Und dann alle 7 bis 8 Tage, glaube ich, alle 7 Tage war es, würde er eine Frucht abwerfen. Was sich an sich auch lohnen würde, das wäre dann so Mitte Sommer fertig. Ja, Ende Sommer und wird mir dann vielleicht 3, 4 Mal eine Frucht geben. Eine Frucht ist 550 mindestens wert. Gucken wir mal, können wir schon Fertilizer herstellen? Ja. Ich glaube, ich setze ihn einfach mal.
Und im Notfall kann ich mir auch die Samen aufheben. Ich will, also ich werde sie mir auf jeden Fall aufheben, weil ich gerne die vermehren möchte. Vielleicht haben wir auch dann mal bald wunderbar unser kleines Gewächshaus. Und mit dem Gewächshaus können wir das richtig effektiv anpflanzen. Ja. Ein kleines Soundband. So. Brauchen wir momentan nicht. Haben wir gerade vom Gunther bekommen. Ich glaube, ich habe da jetzt keinen Fehler gemacht. Aber das wird schon passen. Trash hätte ich da reinwerfen können, ne? So, ich muss die nochmal bestücken. Ich hätte es fast vergessen. Das ist nämlich, wenn ich hier alles voll hätte mit diesen Reusen, was ich da jeden Tag machen müsste. Wobei halt kein Trash einzusammeln und nur die Viecher zu bekommen, wäre auch gut. Was ich zusätzlich noch gesehen habe, in diesen normalen Süßwassergewässer können wir maximal Sachen sammeln bis zu, ich glaube, 75 bis 100 Goldstücke. Das sind die Krebse, die wir jetzt auch gerade schon verkauft haben, ein. Und im Ozean kann man, ich glaube, auch Kraken und halt vor allem Hummer fangen. Und der Hummer, der gibt bis zu 300er Stück. Dementsprechend müssten wir eventuell mal am Ozean gucken. Es gibt jetzt hier diese neue. War ich zu langsam? Es gibt jetzt diese neue Möglichkeit, ja, die Dinger zu bauen, wo man sich dann schneller zum Ozean oder in den Mountain teleportieren kann. Müssen wir mal alles Mögliche ausprobieren. Ich bin echt noch am Überlegen. Wir müssen halt schauen, wie wir am effektivsten mit unserem Fischen Geld verdienen. Später, das ist ja nämlich genau das, wenn wir dann mal 100 Reusen oder sowas haben, ist halt wirklich die Frage, ob wir überhaupt noch zum Fischen kommen. Also klar, es kostet keine Energie, diese Reusen neu zu bestücken mit den Fischködern. Aber es wird jede Menge Zeit in Anspruch nehmen, wenn man jetzt zum Beispiel den Ozean und hier das Grundstück voll mit diesen Reusen hat. Zusätzlich müssten wir ständig Käfer sammeln gehen. Und ich weiß ja nicht. Wunderbar. Nochmal ein Trash. Kommt hier rein. Dann gehen wir mal in die Mine. Außerdem wollte ich noch was gucken. Wir müssen schnell mal ins Community Center. Wir müssen diese Schaltfläche anklicken, damit wir überhaupt den Magier bekommen, der uns das alles übersetzt. Und wenn das übersetzt ist, können wir mal gucken. Ich würde nämlich gerne versuchen. Ich hoffe, das funktioniert noch von der Zeit. Ich weiß auch nicht mehr ganz genau, was ich dafür brauche. Die Saatgutmaschine zu bekommen, wo ich Früchte reinwerfen kann und ich krieg Saatgut für den Ainseed natürlich. Zusätzlich habt ihr gesehen, haben wir ein Rezept bekommen vom Artefakt-Typi, wo wir Ainseeds ab sofort direkt in Samen verwandeln können. Und das hat den Grund, dass man ja trotzdem noch, wenn man Sachen ausbuddelt, Ainseed finden kann. Und wenn man natürlich einen findet und den nicht mehr spenden kann, weil man schon einen gespendet hat, kann man die dann selbstständig zu einem Ainseed machen. Kann ja sein, dass man seine Frucht dann verkauft hat, unabsichtlich die erste. Und dann vielleicht nochmal das Glück hat, einen zweiten zu finden. Und dann ist es natürlich ziemlich praktisch, wenn man das dann noch umwandeln kann. Guak. Es regnet und dieses Guak, wenn ihr das schon mal gehört habt, ist die Kanalisation, wenn ich das richtig im Kopf habe. Keine Angst, ich gehe gleich fischen. Das hatte ich eigentlich vor. Ich wollte nur kurz mal wegen am Eisen gucken.
So, jetzt sind wir wieder raus, weil wir müssen noch jede Menge von diesen Reusen bauen. Oh, ist zu stark noch. Was haben wir gesagt? Stufe 20, glaube ich, war es. Genau, hier ist der See. Und hier müsste man eigentlich schon Fische fangen können, die relativ viel Geld wert sind. Wir gucken einfach mal, ob hier irgendetwas anbeißt. Ja, wisst ihr, Ruhe beim Fischen. Oder? Im letzten Teil, also dann schon relativ weit unten, wo dann auch das Gold kommt. Genau, das ist jetzt der Ghostfish. Der gibt nicht so viel Geld. Aber können wir gleich mal noch gucken. Auf jeden Fall weiter unten kommt dann noch ja der Lavasee. Im Lavasee kann man auch fischen. Und dort bekommt man so einen Lavafisch. Dieser Lavafisch ist schon in der Grundvariante, also nicht golden. 2250 Goldstücke wert. 2250 Goldstücke ist natürlich ein krasses Wort. Man kann ihn dauerhaft farmen, also ist kein Legendary. Die meisten Legendaries sind weniger wert als dieser Lavawurm. Auf jeden Fall lohnt sich es aber auch schon zwischendrin, beim Eissee und natürlich auch hier Fische zu fangen. Kann man später die Liste aufmachen, dann kann ich euch in der zweiten Folge, in der nächsten Folge, vielleicht dann nochmal genaueres zu sagen. Wenn es euch denn interessiert. Haben wir überhaupt noch Köder drauf? Nee, natürlich nicht. Doch, 39 Stück haben wir noch. Brauchen auf jeden Fall Bugmeat. Gehittet. Jo, was haben wir da? Wieder ein Ghost. Oh, 34 Inches. Was ist er? Oh, ein goldener Ghostfisch. Okay, wir gucken mal, was die auf jeden Fall wert sind. Ich würde jetzt gerne nochmal schnell, bevor wir schlafen gehen, viel Zeit bleibt uns eh nicht mehr für diese Folge. Hier, genau, euch habe ich gesucht. Hier habe ich gesucht. Bugmeat, gib mir Bugmeat. Da ist nix. Da ist auch nix. Gucken wir mal kurz. Leaf. 15. Genau, euch suche ich. Ne, Slimes möchte ich eigentlich nicht killen. Leaf. 15. Haben wir hier wieder so Raupen? Nein. Diese Würmer und die Würmer droppen nur Bomben. Die Bomben brauchen wir aber nicht. Schade. Ich muss mal durch die Level wieder durchgehen. Auch ein bisschen niedriger. Was sagt uns der hier? Nix. Gut, dann ab nach Hause, würde ich sagen. Flop, 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 flop. Schnell, schnell. Gut, dann sind wir wieder auf der Farm. Unsere Bäumchen wachsen ja auch schon fleißig. Gerade die hier sind gut. Ein Steinkohle aus dem Trash gewonnen ist jetzt nicht die Welt. Haben wir schon in die Ferse geklotzt, ja. Auf geht's, schnell Schlaffi Schlaffi. So, schade, wir sind jetzt schon auf Stufe 5. Oh, und ich habe vergessen, die Ghostfish zu verkaufen. So.
Also hier sind einmal die Ressourcen, die man braucht, reduziert und danach bekommt man die Wahl zwischen kein Trash mehr oder kein Köder mehr reintun. Beim Fischer bekommt man 25% mehr Wert für Fische und bei Stufe 10 dann entweder mehr Chance auf Treasures und nochmal 50% mehr für den Grundpreis von Fisch. Also bekommen wir dann im Endeffekt 75%. Ich persönlich, weil ich auch ein in Anführungsstrichen fauler Mensch bin und auch beim Fischen ja keine hundertprozentige Garantie da ist, dass man es bekommt, würde auf die Traps gehen. Da ich auch gesagt habe, ich möchte hier eine Forellenzucht aufmachen und das ja eher was Stationäres ist und was Safes ist, nehme ich auf jeden Fall das. Ob ich dann später den Köder oder den kein Trash mehr nehme, weiß ich noch nicht. Da muss ich jetzt dann erstmal gucken, wie sich das im Laufe der Zeit entwickelt. Es gibt die Möglichkeit natürlich hier über die Treasures auch relativ viel Geld zu verdienen, weil man kriegt ab und zu in Treasures, aber die Chance ist relativ gering. Jetzt Sachen, also so Goldtruhen, die sind 5000 wert. Aber 5000 und das mal vielleicht eventuell durch Glück ein oder zweimal in der Saison oder hier täglich wieder kontinuierlich Geld, das ist halt die Sache. Müssen wir mal gucken. Hier, das sind die Krabben. Standard. Die Crayfishes 75. Ist schon das meiste, was man kriegen kann. Also Gold gibt natürlich mehr. Ich werde jetzt dann demnächst mal in den Ozean wechseln und dort mein Glück versuchen. Wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir überall zurechtkommen mit unserem Zeug. So, was willst du mir erzählen? The Wizard. Tell me, bla bla bla. Da. Wir gucken mal runter. Ich weiß nicht, ob wir direkt schon zu ihm gehen können. Oh, es regnet nicht. Das heißt für uns, wir müssen gießen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ich weiß, es sind 15 Stück. So, Finish. Unseren Ain zieht. Hoffen wir mal, der wird was. Haben wir Trash gefunden, ja. Einmal Trash. Zweimal Trash. Einmal entsorgen. Zweimal entsorgen. Dann wollte ich natürlich noch hingehen, wollte gucken, was der Ghostfish gibt. Würde mich richtig brennend interessieren. Ich hatte es im Kopf. Jetzt halt nicht mehr. So, dann Crafting. 15 Stück. Mit Rechtsklick fügt man es hinzu. Alle, die es nicht wussten. So, und hier ist die Kiste, da machen wir auch mal die Algen rein. Algen-Trash und sowas. Wird sich später noch alles mehr sortieren. Ich auch mehr Platz einfach habe. Das ewige Hin- und Her-Geklicke nervt nach der Zeit. So, das. Wir gehen erstmal hier runter zu unserem Wizard. Weil auch wenn wir überwiegend Fischerkurse machen, Fischereigedöns machen, ist es natürlich wichtig, dass wir hier diese gute Einnahmequelle durch die Ain-Seeds nicht besiegen lassen. Ich sag's euch, 550 Goldmünzen pro Stück fürs Billigste. Geht, glaube ich, hoch bis 650 oder so. Aber 550, stellt euch mal vor, und dann die wachsen 28 Tage, aber danach, wenn ihr die zum Beispiel im Gewächshaus habt, alle 7 Tage könnt ihr die ernten. Und wenn ihr die alle 7 Tage ernten könnt und ihr habt 30 Pflanzen, dann könnt ihr euch das ja selber ausrechnen, was abgeht. Gut. Hier sind wir fertig. Übrigens, für alle, die es nicht wissen, beim Wizard, wenn man die Friendship auf 8 oder 10 hat, kann man unten in seinem Keller sein Charakteraussehen wieder ändern. Jederzeit, wann immer man will. Zu jeder möglichen Gestalt, die halt auch am Start möglich ist. Nur zur Info. Wir gucken jetzt ganz kurz mal rein, was uns denn dieses Update gegeben hat. Ernsthaft? Wirklich? Boah, geil. Habt ihr das gesehen? Oje, ich brauche auf jeden Fall. Ich muss auf jeden Fall in Stufe 15 bis 20
Da farmen gehen. WTF? Cool ist das denn? Ich brauche mehr Öfen. Ja, wir haben wieder Fackeln bekommen. Wie cool ist das? Ich tick hier aus. Cool. Wow. So. Dann gucken wir mal, was wir so craften können. Zwei Kupfer. Zwei Kupfer ist ja lächerlich. Das heißt, wir müssen Kupfer sammeln. Kupfer und Bucks. Bucks. Bucks, Bucks. Ach, ich brauche auch Kohle. Kohle brauche ich natürlich auch. Ja. Gar keine Frage. Hier, Kohle her. Zack, zack. Gießkanne brauchen wir nicht. Das brauchen wir alles. Brauchen wir auch. Stein auch. Sehr wurscht. Alles klar. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich wünsche euch viel Spaß beim Selberdatteln. Ich mache hier nur einen kurzen Cut. Tut mir leid, weil die Videos werden einfach immer zu groß, weil ich zu viel laber. Ich weiß, ich bin einfach eine Quasseltante. Aber ich muss hier einen Cut machen, weil sonst brauche ich immer Stunden, um den ganzen Scheiß hochzuladen. Wir sehen uns in der nächsten Folge, da gehen wir schön ins Dungeon und sammeln ein bisschen Kupfer und Backgedönse, damit wir wieder ein bisschen was herstellen können an Ködern. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Selberdaddeln. Nächste Folge sehen wir auch, was die Ghostfishes bringen. Also wieder einschalten. Bis dahin, ich bin raus. Euer Sepp. Ciao, ciao.